Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Moin Jochen. Es ist mir so unfassbar peinlich. Da verleihst du dein Angelgeschirr mir als Amateur, hast mir das in die Hand gedrückt, die Angel, und ich bringe sie wieder. Es fehlt die Kurbel. Na, du hast mir meinen Angelstock wiedergebracht, meine Rolle war so zum Glück, du warst ja gerade vom Hof, ich pflege mein Gerät, ja, du wolltest gerade wieder demontieren, ich denke, da fehlt doch was, fehlt die Kurbel, da war ich ja noch voller Hoffnung, die würde bei dir im Auto liegen oder ähnliches, es kann ja vorkommen, normal ist die Kurbel ja starr festgedreht, ne, und dadurch, dass man sie nach vorne kurbelt, wird sie immer fester, man kann sie allerdings auch lösen, und wie gesagt, ich angle ja schon 70 Jahre, also ich habe noch keine Kurbel verloren, Jochen. Nee. Bam. Aber, da fällt mir ein, ich habe ja so einen Aufbewahrungsbehälter, wo du auch die ganzen Gummifische mir gegeben hast. Da werde ich nochmal reingucken, da habe ich noch nicht reingeguckt. Möglicherweise war ich dann doch so schlau und habe die Kurbel Das kann man machen, wenn einem die stört, weißt du, kannst du die Kurbel nach rechts also abdrehen. Und da muss man natürlich wissen, wo man sie hingelegt hat. Aber Jochen, es ist nicht weiter dramatisch. Zum Glück sind diese Dinger standardisiert. Weißt du, guck mal, ich habe ja überwiegend Diver-Rollen und ich habe schon mal von einer anderen Rolle die Kurbel abgebaut und da angebaut, das passt. Und ich habe jetzt sehr gute Kontakte nach München zu Diver. Mensch, da kommt so eine Höllenmaschine hier lang gefahren. Ja, hier ist eine Baustelle um die Ecke, immer noch. Ja. Und da werde ich eine Kurbel besorgen. Also mach dir da keine Gedanken, Jochen, das gibt Schlimmeres. Also dies zu ersetzen und auch für mich ohne große Probleme. Ich glaube, du wirst von denen gut ausgestattet, ne? Ja, doch, kann mich nicht beklagen. Ne? Falls jemand zuhört, ne? Wir haben noch Platz für Werbung in unserem Podcast. Übrigens wurde ich gestern angesprochen, auf der Straße, um die Ecke von meinem Haus. Hey, schöner Podcast, aber es hat ein Auto angehalten, Fenster runtergekurbelt, war ein so 30-jähriger Typ drin. Sympathischer Kerl und sagte, schöne Grüße an Horst, toller Podcast, wann kommt die nächste Folge? Ich gehe jetzt an die Alau zum Angeln. Da hat er also in der Nachbarschaft jemanden abgeholt. Ich bin da lang gegangen mit dem Hund und hat... Ne, ja. Ich kann so sehen, so klein ist die Welt. Ich bin nämlich gestern, hat meine Tochter hat gestern standesamtlich geheiratet in Kiel-Holdenau am Leuchtturm. Und ich war schon rechtzeitig da, im Anzug mit Schlips und Kragen und da saß der ganze Thyssenkai saß voller Angler und dann bin ich ja neugierig da mal runtergegangen und die haben mich auch gleich erkannt und haben auch gleich gefragt nach dem Podcast und ähnliches, hat schon mittlerweile einen relativ großen Bekanntheitsgrad. Ja, dafür machen wir es ja, Jochen, wenn keiner zuhören würde oder nicht gucken würde, bringt es auch keinen Spaß. Ne? Absolut und an dieser Stelle schönen Gruß, ich hoffe in einer Alau, das war um die Mittagszeit ist er hingefahren, war das eine gute Zeit, würdest du sagen, hat er den richtigen Zeitpunkt ausgewählt, war so 16 Uhr? Ja, hingegen Abend wird es immer besser, jetzt ist ja so die Sommerbarschzeit, ne? Jetzt kannst du relativ den ganzen Tag über Barsche fangen und auch relativ kapitale Barsche, nicht? Und dann, die Alau ist ja ein sehr, sehr fischreiches Gewässer, du kannst da ja alles fangen, und jetzt nachher zum Herbst kommt dann auch wieder die schöne Zandersaison, aber im Augenblick in erster Linie würde ich sagen, wenn er da jetzt zur Alau gefahren ist, macht Spinnfischen oder angelt dann mit Wurm, entweder Friedfisch angeln oder im Barsche, ne? Morgen kommt mein Kumpel Hauke, mit dem ich ja in der Schlei was fangen wollte. Es hat jetzt nicht so geklappt. Und da habe ich gesagt, in der Alau. Der Horst sagt immer, geh an die Alau. Ich werde morgen mit dem, nachdem wir im Garten gearbeitet haben, da hilft er mir nämlich, mit ihm an die Alau gehen. Ja, genau. Also wie gesagt, ihr kriegt ja für die Alau eine Gastkarte. Wenn du nicht im Verein bist. Und interessant ist das Ende direkt unten, die Alau-Schleuse, weißt du. Und wie gesagt, also der Friedfischbestand in der Alau ist sehr gut. Zander ist traumhaft, nicht allerdings jetzt in den Sommermonaten, wenn das so heiß ist, weißt du, da musst du schon in den späten Abendstunden was mit Gummifisch, aber wie gesagt. Wem sagst du das? Aale ist auch da möglich, also generell ist das ja so ein normales Gewässer, weißt du. Früher war das ja ein reines Tidegewässer und jetzt aber durch die Eindeichung des Beltingrader Koks haben sich da die Fließgeschwindigkeiten eben verändert, weißt du, das ist jetzt mehr so fast stehendes Gewässer, wenn das nicht gerade unheimlich viel geregnet hat. Aber wie gesagt, ist sehr fischreich. Und eben dadurch bekannt war, dass wir da viel angeln und Jörg Ovens angelt da ja auch viel. Der ist ja auch sehr weit bekannt und der Verein hat sich schon genötigt gesehen. Also in der Zander-Hochzeit kriegst du auch als Gastangler gar keine Gastkarten mehr. Der Druck auf das Gewässer ist so groß, dass so ein Wahnsinnsangeldruck, dass wir da schon regulierend eingreifen mussten. Ne? Aber im Augenblick ist kein Problem. Was heißt ihr? Der Verein. Ist das euer Verein? Ja, das ist der Britscher Angelverein. Wir haben das Gewässer gepachtet. Das heißt, das Gewässer ist zweigeteilt.
das erste Ende quasi von dem Naturschutzgebiet Beltringrader Koog bis zur Brücke über die Alau bei der Großen Wehle gehört, ja, so eine Holzbrücke, das gehört dem Britzeler Verein. Das nächste Ende den Strukumer Fischereiverein bis zur B5 und von der B5 wieder bis quasi hoch zur Quelle wieder den Britzeler Angelverein. Also man muss sich als Angler immer vorher vertraut machen, wo er fischt, was, wer das Fischereirecht hat. Ist sehr wichtig. Wem sagst du das? Ich habe mich mit allen Apps schon ausgestattet. Das ist wirklich super einfach, weil es gibt Apps, da kannst du es online buchen und kriegst sofort eine Gastkarte. Und dann siehst du auch, welche Schonzeiten da sind und was da drin ist und was du fangen darfst. Ja, ja, wie gesagt, also und es ist auch so, dadurch, dass die Aalau sehr stark ja befischt wird, finden auch regelmäßig Kontrollen statt. Weißt du, zum Beispiel, mein Angelfreund, der ist 88 Jahre im 89. Angeljahr. Nee, im Fisch. 89. Angeljahr. Ja, also 89, das heißt, der ist schon über 100. Nee, also der ist 89, der wird jetzt 89. Nee? Ja. Und der hat da an der Aalau, hat er gesessen und geangelt, weißt du, und hatte da seine Papiere mit. Du hast ja als Angler heute deinen Vereins, deine Zulassung und ein ähnliches, weißt du. Er wurde kontrolliert, was er vergessen hatte und was er angeblich sich eventuell aus dem Pass gelöst hat, ist diese Fischereiabgabe für Schleswig-Holstein. Mhm. Die kostet 10 Euro im Jahr, musst du jedes Jahr erneuern, ne? Hab ich. Der musste sofort einpacken und durfte nicht weiter angeln. Weißt du? Und das fand ich natürlich für jemanden. Du kannst noch nicht mal die nachlösen und sagen, pass mal auf. Ja, also wenn, mit einer App kannst du es ja schnell nachlösen. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, nun warst du mit 89, das wahrscheinlich da die App nicht, aber konnte nachweisen, dass er die ganzen Jahre vorher die Marke drin hatte. Der Pass ist voll. Oh. Nicht? Und was fand ich so erschreckend, was so, dass man ihm das Vergnügen genommen hat, hat sein Angelgeschirr da mühsam ans Wasser geschleppt, da aufgebaut und wollte ein bisschen fischen, ein bisschen entspannen. Und dass dieser Kontrolleur so wenig Mitgefühl hat, dass er nicht gesagt hat, hör zu, löst die Karte nach und legt die vor bei der Polizeiwache, wie du es ja mit jedem Führerschein machen kannst. Ne? Wenn du mit dem Auto irgendwo kontrolliert wirst, hast du den Führerschein nicht dabei, legst du den nächsten Tag vor, kriegst vielleicht eine Strafe oder ähnliches. Ne? Aber der musste tatsächlich seinen Angeln einstellen. Ne? Das ist aber ärgerlich. Das fand ich auch nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, deswegen, wenn ihr da angelt, habt alles in Ordnung. Ne? Ja, ja, ich habe das ja schon beim ersten Mal an der Schlei gesehen, Abgabe und dann für das Gewässer. Aber es ist alles per App machbar und innerhalb von 10 Minuten hat man alles auf dem Handy, alle Bescheinigungen. Das war eine Frage zum Urlauberschein. Ich habe ja jetzt einen Urlaubschein gehabt. Diese Verlängerung, gilt die nur direkt im Anschluss oder kann man die für einen zweiten Zeitraum verlängern? Die kannst du für einen zweiten Zeitraum verlängern. Du kannst maximal zweimal im Jahr den Urlauberschein verlängern. Also du kannst zweimal 28 Tage ist das, glaube ich, ne? Ah, okay. Ja. Das heißt, ich könnte morgen, das ist ein guter Hinweis, dann kann ich morgen mit ihm raus. Ich brauche deine Angel nochmal. Nein, ich habe doch eine und er hat zwei. Ich bin ja... Was wollt ihr? Du hattest eben nochmal Zander eingeworfen. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken. Du hattest mir ja zwei riesengroße Zander vor, ich glaube, vier, fünf Monaten. Ja, im Herbst letzten Jahres. Das war Herbst letzten Jahres? Ja. So lange sind die schon bei mir in der Gefriertruhe? Ja. Also, oder war auch vielleicht, wir haben ja bis 15. Nein. Februar haben wir ja schon Zeit, kann auch Januar, Februar gewesen sein, ne? Ja, das war noch in diesem Jahr, meine ich. War dieses Jahr, ja. Weil ich habe die beide ja in der Gefriertruhe. In meinem Werkzeugraum habe ich so eine große Gefriertruhe für solche Sachen. Und dann habe ich sie aufgetaut, hat einen Tag gedauert. Und dann habe ich sie auf den Grill gelegt. Und die waren, es war so ein leckeres Fleisch. Es waren so leckere Fische. Mhm. Auch nach dem Auftauen, ich habe so geschnuppert, roch nicht nach Fisch, war super frisch immer noch. Ja, also ja. Hammer. Ich sage ja immer wieder, was so die Fische, die wir selber fangen und die am gleichen Tage, was so ausgenommen werden, also erstmal gekehlt, was so, dass sie schön ausbluten, was schönes weißes Fleisch. Dann werden sie ausgenommen und dann werden sie eingefroren. Was so, wenn du kein Vakuumiergerät hast, eben Gefrierbeutel und werden die eingefroren. Und dann heißt es immer 3-4 Monate. Also wie gesagt, ich erzähle immer die Geschichte von dem Lachs, den ich 3 Jahre in einem blauen Müllsock bei mir in der Truhe liegen hatte. Und also den ich dann nicht mehr verwerten wollte und einen befreundeten Jäger gegeben habe, den sollte er an seine Hunde verfüttern. Und der ist mit diesem Lachs zur Lachsräucherei gefahren, hat sich den kalt räuchern lassen und sagt, das war der absolute Hammer. Also, nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren. Dann haben die Fische bestimmt schon Frostbrand. Also wie gesagt,
Die Fische, die wir als Angler fangen, vernünftig behandeln und gleich einfrieren. Auch wenn die etwas länger liegen in der Truhe, sind die immer noch ein Hochgenuss. Also Jochen, ich habe mittlerweile so viele Fans, weil ich auch häufig in Norwegen bin. Ne? Und wenn ich denen mal Fisch mitgebe, und ich gebe denen ja auch manchmal den schon etwas länger liegt, was wir alles auch nicht verwerten können. Aber die sind alle begeistert, Und ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Fischliebhaber gibt, Mittlerweile ist Fisch ja auch ein seltenes, sehr teures Lebensmittel, ne? Und heiß begehrt, ne? Also diese beiden Zander, die waren unbezahlbar für eine Fischtheke. Also ich meine, wie viel Kilo hat der eine gehabt? Der hat doch bestimmt 2,5 Kilo gehabt, ja, oder? Ja, bestimmt, ja. Ne? Mindestens. Ja. Und meine große Angst war ja, dass ich den auf den Grill lege, nicht mehr abkriege und dann zerflettert der und so. Und dann deshalb habe ich einen in Alufolie gemacht mit Gewürzen, gesalzen und Zitrone rein und zugemacht. Und einen, den großen, habe ich dann schön mit Öl bestrichen. Der war ja auch geschuppt von dir, ne? Ja. Mit Öl bestrichen, dann den Grillrost auch mit Öl bestrichen und dann draufgelegt und nach 10 Minuten umgedreht. Und der hat sich prima von dem Grill gelöst. Ja. Auf der anderen Seite, es war eine knusprige Haut, die man mitessen konnte. Es war so lecker. Wir haben Leute zu Besuch gehabt, die waren begeistert von dem Grill. Naja, das freut mich, der Jochen. Im Klartext, wenn es wieder losgeht auf Zander. Also den nächsten Fisch, den fange ich natürlich selber, weil ich bin ja gerade voll dabei und gucke mir die ganzen Lehrvideos an, hier auf der Online-Plattform, wo ich meinen Angelschein mir vorbereite gerade. Und da habe ich jetzt auch gestern gelernt, dass man ja, wo wir bei Schuppen waren, das Alter an den Schuppen erkennen kann bei den Fischen. Ne? Ja, also wie gesagt, Jochen, also diese Sportfischerprüfung ist ja sehr wichtig. Und aber da sind natürlich auch Fragen bei, um diesen Fragenkatalog vollzukriegen. Wen interessiert an der Schuppe? Da musst du ja schon Wissenschaftler sein, und das Mikroskop legen, um die Jahresringe oder ähnliches. Ja. Und Flugscharbein und solche Fragen, Also am wichtigsten ist, dass man die Fische unterscheiden kann. Damit habe ich gestern angefangen. 49 Fische muss ich unterscheiden. Ja, ja. Und die ganzen Weißfischarten und ähnliche. Und dann gibt das da eben auch noch Vermischung, Bastarde und ähnliches, Guck mal, ich habe neulich haben wir Giebel geangelt, Das ist für viele ist das eine Karausche, weil die sich so ähnlich sehen. Der Giebel ist auch ein bisschen silberner, Und dann geht das eben los, Ob die Brustflosse genau unterm Auge sitzt oder ähnliches, Und da musst du schon ein wissenschaftliches Auge haben. Aber wie gesagt, die Sportfischerprüfung besteht ja aus mehreren Teilen, nicht? Und ich glaube, es sind 5 Teile und das sind jeweils 10 Fragen. Und du hast ja das Glück, du musst ja das ankreuzen. Du kannst ja auch noch einen Treffer haben. Aber es sind ja auch manchmal 2 Antworten möglich. Aber ich finde, gerade bei den Fischen finde ich es schon wichtig, einfach mal zu sehen, was gibt es denn eigentlich? Was hole ich denn da raus, damit ich irgendwie eine grobe Einschätzung haben kann? Was habe ich in deiner Hand? Ja, genau. Und darum sage ich ja. Oh, Petermännchen, schade. Also Aaland und Nervling und diese ganzen Zopenfische und Weißfischarten. Da hat man schon manchmal Schwierigkeiten, die zu unterscheiden, Und da muss man sich schon mal die markanten Merkmale merken, wenn man es genau wissen will, Du bist ja heute, zum Beispiel, wenn du hier bei uns im Deichen Seelverband angelt, musst du hier jeden Fisch sofort nach dem Landen eintragen, nicht? Also diese Kontrollen sind teilweise auch übertrieben. Das bezieht sich ja in erster Linie auch Raubfische. Aber guck mal, wir hatten ja wieder unser Treffen mit meinen Freunden, den alten Säcken. Und da angeln wir ja, um den Bestand zu ermitteln und Fische zu fangen, die wir in Kormoran-belastete Gewässer umsetzen können und ähnliches, Jochen. Und wir waren diesmal nur 10 Angler, und haben da bei uns geangelt. Und im Schnitt hatte jeder in 3 Stunden um die 100 Fische. Ne, Friedfische, ne? Also alle 2 Minuten Fisch. Rot, ja, 180 Minuten, nicht? Also ungefähr, ja. Also der leider lief das bei mir nicht so gut. Der Sieger hatte nachher 146 Fische. Ne? Mhm. Und da kannst du mal sehen, der Fischbestand ist in dem Gewässer eben top, und da entnehmen wir dann diese Fische und setzen die, wir haben ein Gewässer, das sehr stark von Kormoran belastet ist, und da ist der Friedfischbestand zusammengebrochen. Wo ist das? In der Kolker Heide heißt das, und da haben wir auch schon mal ein Vereinsangeln gemacht und haben so gut wie gar nichts gefangen und da besetzen wir jetzt die Gewässer dann wieder mit unseren Das heißt, ihr holt die raus?
hält dann die im Wasser und haben dann ein Transportbehälter so mit Sauerstoff, was so, also richtig professionell Anhänger, da sind zwei große Kübel drauf, da sind Sauerstoffflaschen drauf, dass sie ständig mit Sauerstoff versorgt werden, weißt du, und die Fische werden alle mit nassen Händen angefangen, damit man die Schleimschicht nicht verletzt. Ja, habe ich gelernt. Ja, ja, und kommen dann in so ein Hälternetz und werden dann da umgekippt, weißt du, in die und nicht zu viele, unterschiedliche Fische in diesen Hälter, ja, das kommt, weil sonst können sich die Schleimschicht beschädigen, habe ich auch gelernt. Und Barsche und sowas darfst du gar nicht dabei haben, die stacheligen Fische. Nee, genau, weil die so stachelige Schuppen haben. Ja, die dürfen da gar nicht rein. Ne? Ach Mensch. Und hilft das, wenn da 500 oder 300 Fische? Ja, natürlich hilft das. Das hört sich so wenig an. Ja, nun, weißt du, das ist ja nun mal eine einmalige Aktion, weißt du, wenn wir die nochmal wiederholen, dann, ich weiß ja zum Beispiel, dass die Berufsfischer teilweise ja ihre Fische abfischen mit Schleppnetzen, nicht? Und die Brassen und die Friedfische werden tatsächlich an kommerzielle Angelseen, Forellenseen und sowas alles werden die verdammt. Das ist ein richtiger Wirtschaftszweig für die Fischer, nicht? Also, das ist nicht nur, dass sie die Speisefische entnehmen, sondern mittlerweile auch Besatzfische für stark belastete Gewässer, nicht? Guck mal, zum Beispiel in Süddeutschland, was du da wo viele unserer russischen deutschstämmigen Russen, die ja alle hingezogen sind, die essen ja wesentlich mehr Fisch als wir und verwerten jeden Fisch. Ne? Die mögen auch gerne Brassen und sowas alles, weißt du, und die Fässer sind so stark belastet. Wenn wir die nicht besetzen würden, dann wäre da nachher kein Fisch mehr, ne? Das heißt, die mit dem Schleppnetzen holen Fische raus, die sie hinterher noch benutzen? Ich dachte, die wären alle tot. Nein. Also, die kommen doch dann übers Fließband oder so? Nein. Hast du noch nie gesehen im See? Ach so, relativ große Schleppnetze, weißt du, die werden dann praktisch ausgebracht und dann werden die an Land gezogen und dadurch verengt sich das ja immer weiter, weißt du, und dann werden die rausgekeschert. Ah, okay. Also wenn du zum Beispiel die Karpfen alle, weißt du, die werden alle mit dem Zugnetz, Schleppnetz hört sich vielleicht ein bisschen. Und das ist, denkst du, Kutter oder ähnliches. Ja, genau. Ne? Also ich glaube, die richtige Bezeichnung ist Zugnetz. Und da werden die dann eben nachher rausgecatchert und kommen Behälter. Und guck mal, die ganzen Karpfen, die du isst, die würden ja... Ich esse keine Karpfen. Nee. Mag ich nicht. Ist nicht mein Fisch. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber zu Weihnachten und so und Silvester ist ja für viele traditionell Karpfen essen. Und gerade unten in Bayern, weißt du, da gibt es ja richtige Eicherkarpfen und sowas. Alles ist da eine Delikatesse. Und die werden dann gefangen und mit Zugnetzen und werden dann in Frischwasserbehältern, weißt du, werden die dann Gehälter, damit die diesen teilweise modrigen Geschmack verlieren. Ne? Also aus einigen Gewässern kannst du die nicht gleich genießen, die müssen erstmal frisch gehältert werden. Ne? Was ich aber auch spannend fand, so die ganzen Eigenschaften, die ich jetzt gelernt habe, so von dem Fisch, der Wels kann sehr gut hören, habe ich gelernt, zum Beispiel. Der Hecht kann gut gucken. Bei der Scholle wandert das Auge irgendwann rum. Ja. Eigentlich war das auf der Seite. Ich fand das sehr interessant, diese unterschiedlichen Fischarten mal so kennenzulernen. Ja, also klar, irgendwie habe ich mir, denke ich auch, das ist aber ganz schön viel, wofür brauche ich das alles? Aber einige Sachen finde ich schon ganz wichtig. Ja gut, also ich meine, das sind eben Gesetze, wir müssen das ja allein um den Gesetz Genüge zu tun, weißt du, dass du eben ausgebildet bist und kannst eben dich, da wirst du nicht einfach auf die Fischerei und los, das gibt es eigentlich auch nur bei uns in Deutschland, in vielen anderen Ländern gibt es das gar nicht, weil du lernst da ja sehr viel über die Fische und ähnliches, aber du lernst eigentlich das Angeln nicht? Und das ist eben die Krux, weißt du, du siehst immer wieder, dass Leute, weißt du, ihren Sportfischerei haben, aber vom Angeln relativ wenig Ahnung, weißt du, guck mal, ich mache immer so ein Kutterseminar, weißt du, auf Plattfische und wir haben ja letztes Wochenende hatten wir eine Benefizveranstaltung, da gibt es in Lübeck einen Verein, die Glücksfische, in Verbindung mit dem Doc and Friends, also von dem Dr. Niklas Dedels, die haben so einen karikativen Verein, also die unterstützen Sternkinder und andere Vereine und die hatten mal eingeladen, um dieses Kutterangeln wieder zu beleben, hatten die mal 25 Jugendliche eingeladen in Begleitung eines Erwachsenen, ne, durften einen Tag kostenfrei auf so einem Angelkutter, ne, so ein Kutterseminar bei mir besuchen. Neben mir waren auch noch andere Helfer wie der Frank Pjotter und die Glücksfischer stellten, haben überall Leute zur Verfügung gestellt, weißt du, und den Jungs, das war für so ein Highlight, Jörg,
Jochen, das war so ein Highlight, was mit welcher Begeisterung die Jugendlichen dabei waren. Die haben sich selber ihre Vorfächer geknotet. Wir haben denen gezeigt, wie man einen Haken anbindet, wie man sich ein Vorfach bauen kann. Die haben sich ihre Vorfächer selber gebastelt. Das wurde alles von diesen Glücksfischern zur Verfügung gestellt aus Lübeck. Der Verein hatte da Geräte da, was und wir haben die dann unterwiesen und haben sich dann abends ihre Vorfächer selbst gebastelt und am nächsten Tag konnten sie das in die Tat umsetzen und du hättest mal diese glücklichen Kinderaugen sehen sollen, weißt du, es hat jeder hat, wir hatten auch gutes Wetter, hat seine Schollen gefangen und ausreichend viele, weißt du, die wurden anschließend auch alle vernünftig verwertet, denen wurde gezeigt, wie die geschlachtet werden, wie die sauber gemacht werden und alles, das war also rundherum eine gelungene Veranstaltung und hatte eben den Zweck, weißt du, vielleicht noch diese Darben, die Kutterindustrie zu unterstützen, denn weißt du, die auch teilweise durch Rundfunk und Fernsehen heißt das ja, die Ostsee ist tot und diese ganze Diskussion, weißt du, und diese Kutterstärke, es gibt mittlerweile in Schleswig-Holstein, glaube ich, nur noch 3 kommerzielle Kutter, die diese Kuttertouren anbieten. Und das war ist wirklich ein Highlight, weißt du, mittlerweile, wir haben da gemeinsam an Bord gefrühstückt, haben gemeinsam Mittag gegessen, haben die Fische gefangen, weißt du, und das alles mit diesen Kindern, die haben, also das war so ein, also hat mir persönlich so viel Spaß gebracht, weißt du, das müsste man unbedingt mal wieder tun, weißt du, und da kommen die Kinder auch mal an die Natur und wissen eben, was, da war ein Jugendlicher bei und sagte, hey, ich mach den Angeln da überwiegend mit Wattwürmer. Ich sag, dann wirst du nie Angler. Den Wattwurm musst du schon auf dem Haken machen, sonst hat es keinen Zweck. Dann setzt sich an den Oberdeck und genießt das schöne Wetter. Nee. Und da hatte nachher was so viel Spaß und Freude daran. Das war also wirklich eine gelungene Veranstaltung. Nee. Wie alt waren die dann so? Also zwischen 12 bis 16, weißt du, waren also relativ junge, auch Mädchen dabei, alles, weißt du, und es war komplett ausgebucht, weißt du, wir dürfen ja nicht mehr als 50 Personen auf dem Schiff sein und das hat also wunderbar geklappt. Wo ging es dann hin? Also wir sind dann eben von Fehmarn, wie heißt er? Manchmal mein Gedächtnis. Also von der Insel Fehmarn sind wir dann unter die Fehmarn-Dunnbrücke durchgefahren und haben dann da, was du praktisch in Landnähe gar nicht so tief auf Plattfisch geangelt. Ne? Also wir hatten so Wassertiefen zwischen 6, 8 bis 10 Meter und was du, es kommt immer darauf an, was du. Wenn der Wind den Kapitän vorschreibt, wo er hinfahren muss, weißt du, du hast eben das Glück, Insel Fehmarn ist eine Insellage und wir hatten da eben das Glück eben hier, dass wir da wohl ein bisschen leicht raue See hatten, der eine leichte auch leichte Seekrankheit und der Kapitän hat dann nachher auch nochmal Landschutz gesucht, weil wir sind dann rübergefahren nach, in die Richtung Großen Brode Dahme und haben da am Nachmittag noch gefischt, da war es wesentlich ruhiger, also es war rundum eine gelungene Veranstaltung. Ne? Praktisch also kannst du den Fehmarnsund dir vorstellen, ne? Und dann hast du einmal die Möglichkeit im Sund zu angeln oder eben an der Festlandseite oder auf der Inselseite. Ne? Und der Plattfischbestand ist eben dadurch, dass wir keine Dorsche oder wenig nur noch Dorsche haben, ist relativ stabil, was du, deswegen hat das auch Spaß gebracht und jeder hatte eben das Fangerlebnis, was mir sehr wichtig war. Ne? Der Dorsch hat vorne diesen Bart, ne? Ja, Barteln, ja. Du, das ist als einziger Fisch. Ja. Du, und das ist hochinteressant, was du, die Technik geht ja immer weiter. Es gibt ja heute so viele Unterwasserkameras. Ne? Und dann kannst du jetzt, wenn wir jetzt mal so ein Video drehen, haben wir oft eine Unterwasserkamera da vor den Köder geschaltet. Ne? Und dann bei Route raus oder? Nee. Bei Route raus auch oder bei, wenn ich für Fisch und Fang oder wenn wir so eine Reviere vorstellen in Norwegen. Ich war ja vor kurzem erst in Norwegen und da hatten wir schönes, klares Wasser, haben so eine Kamera vorgeschaltet was und wollten dann gezielt auf Du hast einen riesen Rotbarsch rausgeholt. Ja, da, wo ich den Rotbarsch gefangen habe. Wir wollten da gezielt auf Schollen angeln, weißt du, und da haben wir nicht so tief geangelt. Und dann siehst du eben, weißt du, wie dein Köder im Grund da rumwackelt, weißt du, und dann siehst du auf einmal, wie die Fische neugierig ankommen, weißt du, und dann siehst du erstmal, wie viele Fische erstmal deinen Köder inspizieren. Und da siehst du, wie die Dorsche mit den Barteln, ach, das ist Gummi. Weißt du, also die stürzen sich nicht gleich drauf. Da schwimmen manchmal 5, 6 Fische neben diesem Köder hinterher und ignorieren den. Ne, testen den einmal an mit ihren Barteln, also ne, und drehen sich dann angewidert ab. Und auf einmal schießt von irgendwo einer her, was er die Nerven verloren hat und knallt drauf. Weißt du, ne? Und das kannst du wunderbar sehen bei diesen Unterwasserkameras. Ja, das ist gut, dann, dass man dann das Verhalten, was man ja aus der Theorie oder wo man glaubt, wie sie sich verhalten, dass man das mal richtig beobachten kann. Also ich selber, was, ich will das gar nicht wissen, Jochen, du glaubst gar nicht, wie viel Fische deinen Köder verfolgen und komplett ignorieren.
Also das ist, also du denkst jetzt, was, du bietest denen was zum Essen an oder was ähnlich aussieht, was du für die neugierig macht, wo sie eigentlich drauf beißen müssen, ist lange nicht der Fall. Ne? Mhm. Also das sind viele, drehen sich wirklich ab, was du, schwimmen wieder weg, gucken nochmal hin oder und es ist immer wieder einer dabei, was, der neugierig ist und die Nerven verliert, was du, gerade die in Norwegen nicht so beliebten Lump heißen die, ja, weißt du nicht. Ne? Da stürzen, die sind so gierig, die stürzen sich, glaube ich, auf alles, was sich bewegt. Ne? Diese Kamera, wie groß ist die? Ist die so daumengroß? Daumengroß, ja. Und die hängt an der Schnur mit dran? Ja. Das ist ja krass. Ja, die kannst du vorschalten dann, nicht? Guck mal, also, du hast ja deine Angel, dann die angelst ja meistens am Grund, ne? Also bei Plattfischangeln ist es ja wichtig, dass der Köder am Grund ist, ne? So, da kann ich jetzt noch eine Geschichte erzählen. Der Kameramann, weißt du, der ja immer, das ist ja seine Arbeit, der muss ja vernünftige Ergebnisse abliefern. Und wir waren jetzt oben in Norwegen und haben das schon eine Woche gefischt, da wo ich den großen Rotbarsch gefangen habe. Mhm. Ne? Und wollten unbedingt nochmal ein Heilbutt angeln. Nicht? Und haben dann gezielt auf Heilbutt geangelt und der macht sich sein Angelgerät fertig, was so schön stabil, also für eine Heilbuttangelei. Vorfach, Kamera, Vorfach und einen großen Gummifisch. Nicht? Und diesen Gummifisch hast du dann so ein paar Meter über den Grund, lass ihn paddeln und die Kamera ist da drüber geschaltet. Ne? Und die filmt dann ja. Und ich selber habe dann klassisch geangelt und hatte so Hänge, also Grundkontakt. Und da sagte der Bootsführer, komm, wir drehen um und versuchen von der anderen Seite den Hänger zu lösen. In dem Augenblick kriegte Christian, also der Kameramann, einen Biss, ein Heilboot. Der riss ihn gleich 50 Meter von der Rolle, die Bremse sprang an, weißt du, der Fisch riss die Schnur von der Rolle und ich sag, ich reiß meine Schnur ab, damit wir nicht irgendwie Hände kriegen, weißt du, hab meine Montage abgerissen. Durchgeschnitten. Also nein, ich habe immer eine Sollbruchstelle in meiner Schnur. Also ne, die Schnur will ich schon retten, weißt du. Ne? Also ich blockiere die dann, zieh die dann fest, wo, dass die dann meistens unten am Knoten, am Wirbel reißt. Nicht? Also ich hätte jetzt, dadurch habe ich natürlich meine teure Montage geopfert, aber das habe ich natürlich für den Heilwood gerne getan. Nicht? Ich hatte so ein Feuerballsystem und alles, das habe ich dann eben abgerissen, um die Schnur aus dem Wasser zu kriegen, damit sich nichts verheddert, verstehst du? Ja. Du bist ja aber ein netter Mann. Naja, was, der Fisch war uns, der ist mir ja dann wichtiger in dem Augenblick, als wenn ich da mein Gerät dann rette. Und der Christian ist ja nun wirklich ein erfahrener Angler, hat eine Multirolle, du kannst das Stationärrollen, Multirolle, Stationärrolle ist ja eine mit einer Kurbel, wie du weißt, ne? Und die Stationärrolle hat eigentlich eine starre Kurbel. Eigentlich müsstest du mit Multirollen fischen, da kannst du die Kurbel nämlich nicht verlieren. Und danke, ja. So, und er hatte jetzt eine spezielle Multirolle, die gebaut worden ist für das große, schwere Meeresfischen. Ne? Die Multirolle hat an der Seite die herkömmliche, so einen kleinen Hebel, so einen Schiebehebel. Dazu kannst du die Knarre einstellen, die Bremse der Rolle. Weißt du weißt ja, wenn du die Spule ein bisschen weich einstellst, dann zieht die Bremse ab. Und das ist ja für einen Angler Musik. Ne? Wenn die Knarre rauscht, dann weißt du, da hast du einen vernünftigen Fisch dran. Die Knarre war ja eingeschaltet. Ne? Was er vergessen hatte, seine Rolle hatte ein Blockiersystem. Weißt du, das brauchst du, wenn du in warmen Gewässern auf GTs, auf Cooper und ähnliche Fische angelst, die nicht nach unten dürfen, also nicht in die Felsen. Dann kannst du die blockieren und musst einfach nur gegenhalten, weißt du, damit der Fisch keinen Grundkontakt und sich nicht in den Stein die Schnur abschreit. Was macht er? Stellt diesen Hebel ein. Blockiert. Blockiert. Abriss. Ein Peitschenknall, als wenn eine Peitsche, als wenn ein Schuss losgelöst wäre und Heilbutt weg, Kamera weg, Gummifisch weg, alles weg. Und vor allen Dingen hast du es hinterher noch gesehen auf der Kamera, wie alles. Nee, die Kamera ist ja weg. Ja. Ach ja, stimmt. Aber die Kamera hat ja hier so ein... Ach, das ist ja auch kein Live-Bild, sondern ihr müsst es hinterher und dann die Karte rauskopieren. Genau. Das heißt, ihr könnt es nicht live verfolgen. Ja, okay. Jetzt schwimmt er irgendwo in Heilwood mit einem Haken und einer Kamera. Kamera, ja, aber das ist gut, weil so die Fische werden diese Haken los. Wie denn? Also die zersetzen sich irgendwann, was du, guck mal, ich sag immer, ich habe ja früher, oder bin ja leidenschaftlicher Aalangler, nicht? Und wenn ich einen Aal habe, der tief geschluckt hat, dann schneide ich die Schnur sofort ab. Ne, kurz vom Maul ab. Ne? Und dann habe ich die Aale, weil du ja nicht immer gleich so viel Aale fängst, dass es sich lohnt zu räuchern, habe ich die früher immer gehältert. Ich hatte so eine riesige Zinkwanne, war so im Keller, habe die da gehältert. Du, und nach 3 Tagen liegt auf einmal der Haken auf dem Grund.
wie sie das schaffen, ist mir unerklärlich. Aber die Fische, wenn der nicht gerade, was so ein Teil versetzt sich ja auch, die haben den irgendwo wieder ausgeschieden. Ne? Also die liegen da richtig am Grund. Ne? Ist natürlich ärgerlich, also auch für den Fisch, der hat ja jetzt eine gewisse Zeit, wir wissen ja auch nicht genau, wo die Schnur gebrochen ist, wie viel Schnur dabei ist. Ne? Das ist eben passiert. Ne? Wann geht's für dich los? Wo gehst du hin? Bist du wieder in Norwegen oder machst du noch einen ruhigen jetzt? Nee, jetzt im Augenblick ist es relativ ruhig. Ich fahre nächste Woche für eine Woche nach Norwegen, mache Schiedsrichter bei der Fisch- und Fangprofiliga. Und dann haben wir ja noch zwei Durchgänge mit unseren alten Säcken. Und dann haben wir unsere Vereinsangel. Jetzt am Sonnabend ist das letzte Sonnabend im August ist ein großes Friedfischangeln hier bei uns im Britischen Angelverein. Und wie gesagt, jetzt geht das ja, was ich gehe jetzt im Aal angeln, nicht? Also die freien Tage, die ich habe. Und dann, jetzt genug zu tun. Und wie gesagt, mein Lieblingsgewässer, der Bottschlotter See. Da war ich jetzt mit Heidi wieder zum Barsche angeln. Leider, weißt du, das war ja früher so ein schönes Zandergewässer. Das ist mittlerweile leicht verkrautet und ist klar geworden. Und mittlerweile ist das ein reines Hechtgewässer. Du, wir haben gezielt auf Barsch geangelt und richtig gut gefangen. Wir hatten also Barsche bis 44 Zentimeter. Das ist Kapital für einen Barsch. Nicht? Also richtig gut. Die schmecken aber, auf dem Grill. Ne? Oh, Barsch ist Hammer. Also von unseren Friedfischen kommt der gleich nach Aal. Also noch vor Zander und was ich was. Aber weißt du, was ich als Beifang hatte bei den Barschangeln? 5 Hechte. Als Beifang? Ja, als Beifang. Nee, also ich habe mit relativ kleinen Ködern, Spinnern, Shedderbait, Gummifisch und so gezielt auf Barsch geangelt. Nicht? Zum Glück, weil unser Gewässer mittlerweile sehr viel Hechte hat, schalte ich jetzt immer mit eine kleine Stahlspitze vor. Nicht? Weil so damit der, wenn da ein Hecht beißt, die nicht die. Früher hatte man immer Angst, mit der Stahlspitze konnte scheuen für die Barsche, ist aber nicht der Fall. Was so, die damit Barsche, die das nicht alles abbeißt. Genau. Ne? Weiß ich doch. Sag mal, ich habe ja jetzt auch gelernt, dass man natürlich die Fische mit nassen Händen anpacken soll. So, jetzt hole ich aber so ein Hecht raus oder so einen Barsch, der hat viele Stacheln. Ja, also was mache ich denn da? Ja, wie gesagt, guck mal, es gibt ja diesen sogenannten Barschgriff, den nimmst du den Daumen ins Maul und den Finger in, unter den Kiefer und unterstützt ihn mit der Hand und dem Bauch. Nicht? Ja. Wenn du ihn dann rausnimmst. Nicht? Und du nimmst ihn ja einen Catcher und dann musst du ein nasses Handtuch haben oder einen Handschuh. Guck mal, ich habe jetzt mit Heinz haben wir jetzt so ein Videopodcast gemacht auf dem Schweriner See, weißt du, und haben wir auch ein paar schöne Barsche gefangen, hat also auch gut geklappt, nicht? Und Heinz hat dann hier eine schöne, stabile Küchenschere mit und dann werden die, bevor wir die Barsche filetieren und sauber machen, werden die Stacheln abgeschnitten. Ne? Da habe ich bei dem Zander ganz schön Probleme gehabt. Ich hätte sie auch dran lassen sollen eigentlich, glaube ich, beim Grillen. Das hätte ja überhaupt keinen Unterschied. Nee, aber du kannst mit der Schere kannst du über den Rücken kannst du sie wegschneiden. Ja, dann war meine Schere stumm. Ja, wahrscheinlich. Nee. Der war so groß. Aber was wollte ich jetzt gerade fragen? Aber ich kann sie eigentlich nicht mehr mit normalen Händen, also mit nassen Händen anfassen, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Ja, oder? Du musst ja wissen, wo du hinpackst. Ja. Wenn du jetzt einfach raufgreifst, weißt du, das tut höllisch weh. Ja. Also diese Barstiche, das ist wie ein Wespenstich, wenn du dann am Stachel richtig reingreifst. Also wie gesagt, guck mal, wenn du vorne am Kopf, also dieser Barschgriff ist einfach mit dem Daumen ins Maul. Nicht? Hat der keine scharfen Zähne? Also die merkst du nicht, denn so scharf sind die Zähne nicht. Also nicht so scharf wie die Stacheln auf dem Rücken. Ne? Also war Hecht und Barsch müsste ich dann schon unterscheiden können. Ja, das kann. Naja, guck, du große Fische, kescherst du ja, was, dann hast du den Boot, dann nimmst du in der Regel ja ein Handtuch oder einen Lappen, den du immer dabei haben solltest, ein Fischhandtuch, und schlägst ihn erstmal ab. Ne? Was heißt abschlagen? Okay. Ne, also du musst ihn ja betäuben. Ja. Also du musst ihn ja eigentlich nach dem Gesetz, bevor du ihn vom Haken löst, genau, ne, mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf betäuben und abstechen. Genau, ne? Habe ich gelernt klären. Schon. Ja. Guck mal, und dann kannst du den Fisch ja mit dem Lappen anfassen und dann hast du keine Probleme. Also, aber wenn ich den wieder zurücksetzen muss, weil der untermaßig ist, zum Beispiel, dann kann ich ja nicht einen Lappen drüber schmeißen. Natürlich, einen feuchten Lappen, legst ihn drauf, fasst ihn mit den Lappen an, ist sogar besser wie mit den Händen. Und dann den Haken Hauptsache hoch. Nass. Ja, Hauptsache nass, damit du die Schleimschicht nicht verletzt. Ne? Okay, alles klar.
Ach, ich habe noch so viel zu lernen. Das fängt an, Spaß zu machen. Ja, das freut mich. Dann hast du nach 2 Jahren wahrscheinlich, irgendwann hast du dann die Lizenz. Nein, dieses Jahr habe ich mir doch vorgenommen. Jetzt haben wir August, September, Oktober, November, Dezember. 4 Monate habe ich. Ja, das klappt. Ja. Okay, Horst, dann wünsche ich dir viel Spaß. Nächste Woche Norwegen. Vorher machen wir hoffentlich noch eine Folge. Alles klar. Ich würde sagen, morgen gehe ich mit meinem Kumpel an die Alau, hol mir noch den zweiten Angelschein für dieses Jahr. Und dann werde ich berichten. Ich kann dir ja nochmal, wenn du noch Angelgerät brauchst, Jochen. Also Nein, ich bin gut ausgestattet. Ja, also wie gesagt. Oder generell, wenn du jetzt mal ernsthaft loslegen willst, dann können wir sie mal zusammensetzen. Bevor ich die Kurbel nicht gefunden habe, werde ich mir von dir nichts mehr leihen. Aber was du machen kannst, du kannst mal Heinz schöne Grüße bestellen und lass uns mal wieder eine Folge zu dritt machen. Heinz, wenn du das hörst. Ne? Ich nehme an, Heinz fährt jetzt erst noch diese Woche hier. Wir wollten eigentlich noch eine Folge abdrehen, was so für unsere Ruder-Raus-Geschichte, aber da meine Tochter gerade Besuch habe und meine Frau so nervös ist hier mit Schlafen und ähnliches, was so, habe ich gesagt, also diese Woche beim besten Willen geht gar nichts hier bei mir zu Hause. Wir wollten das auch noch hier bei mir drehen, was so, und bei mir eventuell im Garten die Fischgericht machen. Ich sagte, dreht meine Frau durch, das läuft überhaupt nicht. Und Heinz fährt dann anschließend, glaube ich, für 8 Tage in das überhitzte Griechenland zum Urlaub machen. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, ich glaube, die haben dann Häuschen oder sowas alles von der Familie und machen da irgendwie Familienfest oder ähnliches. Nicht? Ja, denn. Alles klar. Heinz, wenn du das hörst, schöne Grüße. Melde dich mal, lass uns mal eine Folge zu dritt machen, wenn du mal hier in der Gegend bist. Und ich werde berichten, was ich fange mit meinem Kumpel Hauke. Ich wünsche euch viel Petri Heil, Jochen. Dankeschön. Petri, Dank sagt man, ne? Petri, Dank. Ja, ja. Tschüss. Tschüss.